So, willkommen zurück. Wir haben jetzt den letzten Vortrag vor unserem Mittagsbreak von der Vera Hofheinz. Und zwar geht es heute um Lost in Confusion, was Führungskräfte in agilen Organisationen brauchen. Die Vera spricht gerne von einer Liaison von agilen Methoden und systemischer Haltung. Jetzt ist der Vortrag bereits entstanden, bevor Lost quasi ein Jugendwort war, oder Jugendwort geworden ist, besser gesagt, also schon im Sommer. Nichtsdestotrotz wird das ein sehr, sehr spannender Vortrag. Auch dieser Vortrag ist aufgezeichnet, aber die Vera kommt nachher zu den Q&As rein. Also ist wie immer, stellt eure Fragen in Hoppin und ich werde die dann sammeln und dann später mit der Vera zusammen durchgehen. Bis später. Hallo und herzlich willkommen beim Agile Leadership Track der Tools for Agile Teams 2020. Viel lieber wäre ich heute vor Ort in der IHK in Wiesbaden mit euch, würde in den Austausch gehen, in den Dialog gehen. So werden wir den Vortrag online gestalten und im Nachgang haben wir Möglichkeiten, über den Chat auch Fragen zu stellen. Mein Name ist Vera Hofheinz, ich bin systemischer Coach und systemische Organisationsentwicklerin und bin seit Oktober nach einem kurzen Sabbatical bei der Antrena Objects in Karlsruhe verantwortlich für das Business Development. Ein paar Sätze zu mir, bevor ich in den Vortrag einsteige. Seit 2003, als die ersten Scrum-Einführungskurse in Deutschland angeboten worden sind, begleite ich Menschen und Unternehmen dabei, die agile Transformationsprozesse gestalten in sehr vielfältigen Arten und Weise. Und ich war und bin bis heute sehr überzeugt, dass agile Methoden und Scrum die Art, wie wir zusammenarbeiten und die Art, wie sich Unternehmen organisieren, stark beeinflusst und nachhaltig verändert haben. Die systemische Haltung kam in den letzten Jahren durch meine Fortbildung zum systemischen Coach und zur systemischen Organisationsentwicklerin dazu. Und von Anfang an war ich sehr begeistert von dieser Verbindung agile Methoden und systemische Haltung, weil beides ein iteratives Vorgehen ist. Beides geht stark dahin, die Organisation zu beobachten und immer wieder neue Impulse hineinzugeben. Und diesen Blick, diese systemische Haltung möchte ich heute mal auf das Thema Agile Leadership lenken, als Orientierung, nämlich dafür das Kompetenz-Fünfeck von Frank-Michael Ortay zu Hilfe als Modell und werde dann noch darauf eingehen, wie wir dieses Modell in den agilen Kontext übertragen können. Die Agenda Führungsverhalten im systemischen Kontext, da geht es mir ums Führungsverhalten. Ich habe mal 7 von sehr, sehr vielen systemischen Grundsätzen zusammengestellt, von denen ich glaube, dass sie für unseren Arbeitskontext für Führung wichtig sein könnten. Dann gehe ich auf Führungskompetenz in agilen Organisationen aus systemischer Sicht ein und habe noch eine kleine Zusammenfassung und weiterführende Literatur, wer Lust hat, sich weiter mit diesem Thema zu beschäftigen. Steigen wir ein. Lost. Lost war das Jugendwort des Jahres 2020, heißt Verunsicherung, Unsicherheit. Und Unsicherheit, was das Führungsverhalten angeht, das habe ich bei sehr, sehr vielen Führungskräften im Zuge diesen agilen Transformationsprozessen beobachtet. Der Anspruch an Führung ist ambivalent. Auf der einen Seite soll sie Orientierung geben, Verbindlichkeit, Sinn und Perspektive geben. Auf der anderen Seite sind wir durch Selbstorganisation, Einbindung von Mitarbeiterinnen in Entscheidungsprozesse, sind wir weit weg von struktureller Macht und Autorität. Das wollen wir nicht mehr und es funktioniert so heute auch nicht mehr. Das sind die Herausforderungen, vor denen die Führungskräfte in agilen Kontexten, aber nicht nur dort, stehen. Schauen wir uns mal die systemische Haltung dazu an. Weltbilder. Wo kommen wir eigentlich her? Wir kommen sehr stark aus der Industrialisierung, wo wir gesagt haben, es gibt einen Input ins System und ich weiß dann oder ich kann dann sagen, das ist der Output, der rauskommt. Dagegen ist das systemische Weltbild ein ganz anderes. Das systemische Weltbild heißt, ich gebe
einen Impuls an das System. Es kommt von außen irgendwas rein und es geschieht eine Reaktion. Und ich kann nicht vorhersagen, was die Reaktion ist. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass es natürlich lineare Zusammenhänge gibt in Produktionsprozessen. Wenn ich eine Tür, eine Autotür mache, wenn ich weiß, wenn ich den Griff hierhin mache, dann wird er auch hinterher im Auto dort sein. Wenn ich einen Lichtschalter betätige, dann geht das Licht an, wenn der Stromkreis angeschlossen ist. Also das ist ein Stück vorhersehbar. Hier, wenn ich von systemischen Organisationen oder Zusammenhängen spreche, geht es um Zusammenarbeit von Menschen. Es geht um Organisationen und dort ist Kommunikation und die Art und Weise, wie Kommunikation ankommt, entscheidend für das Zusammenarbeiten. Und diese wiederum, wenn ich etwas kommuniziere am System, kann ich nicht vorhersagen, was das System damit macht, wo es eine Reaktion gibt. Das heißt, es kann eine Unruhe geben, eine Verwirrung geben, eine Freude geben. Ich kann immer nur auf das ganze System einen ganzheitlichen Blick werfen, beobachten, was passiert und von dem abgeleitet meine nächsten Schritte einleiten. Systemreaktionen können nicht vorhergesagt und von außen auch nicht verstanden werden. Das gibt kein Wenn-Dann. Sie können nur beobachtet werden. Und systemisch führen ist eine Entscheidung für ein menschenzentriertes Führungsbild und damit ein Ablegen von alten Mustern, Glaubenssätzen und Gewohnheiten. Eine große Sache. Um es nochmal deutlicher zu machen, wie so eine Art des systemischen Arbeitens auch sein kann, da gibt es viele weitere Methoden, habe ich mir mal die systemische Schleife rausgesucht und werde sie euch kurz vorstellen. Das heißt, ich bin als Führungskraft, als Scrum Master, PO, was auch immer, bin ich in einem Kontext und ich sehe, da läuft irgendwas falsch und ich sammle Informationen. Zu diesen Informationen, die ich gesammelt habe, bilde ich Hypothesen und Arbeitshypothesen. Abgeleitet davon setze ich Interventionen ins System und dann ist das Entscheidende, dann beobachte ich wieder die Auswirkungen davon und dann kann ich entscheiden, waren meine Hypothesen, haben die das getroffen oder nicht? Und zweitens kann ich entscheiden, was sind meine nächsten Interventionen? Ein kleines Beispiel. Ich habe in einem meiner Softwareentwicklungsteams, stelle ich fest, die Planung ist schlecht, Planung im Sinne von die Schätzung, das Planning-Meeting, die nehmen sich immer so viel vor und es findet einfach nicht statt. Sie haben viele Bugs, die Softwarequalität ist nicht so. Das ist meine Beobachtung oder die Beobachtung des Scrum Masters. Und meine Hypothesen ist, möglicherweise ist die Wissensverteilung im Team nicht gut. Es sind einfach ein paar erfahrenere und sehr viel weniger erfahrene im Team. Möglicherweise ist es so, dass die Erfahreneren sich nicht austauschen mit den Unerfahreneren. Möglicherweise ist es aber auch so, dass die Erfahrenen keinen Blick für Softwarequalität haben. Aus diesen Hypothesen kann ich Arbeitshypothesen ableiten. Das eine ist ungleiche Wissensverteilung, Arbeitshypothese. Es könnte helfen, wenn wir ein paar Sprints lang Pair-Programming machen, dass ich erfahrene und unerfahrenere Softwareentwicklerinnen zusammensetze und dann schaue, was passiert. Es könnte aber auch sein, dass wir in der Retrospektive oder wo auch immer nochmal auf die Definition of Done schauen, dass wir einfach gucken, haben wir denn wirklich die Qualitätsmaßstäbe, die wir anlegen wollen, tatsächlich in unserer Definition of Done verankert. Und es kann dann passieren, wenn ich Pair-Programming mache, wenn ich Definition of Done, dass wir dann in eine Diskussion kommen, weil ein paar sagen, nein, das sehe ich überhaupt nicht ein, ich schreibe keine Tests, wir haben die Testabteilung, wie auch immer. Aber dann habe ich das, was ich vorher nur beobachtet habe, was so gewabert habe, das habe ich an der Oberfläche und kann dann wirklich ganz konkret damit umgehen. Die systemische Schleife. 7 von sehr, sehr vielen systemischen Grundsätzen, die ich euch heute vorstellen möchte, die ich auch glaube, die für den Arbeitskontext wichtig sind. Das erste ist eine Allparteilichkeit. Allparteilich heißt, dass ich immer in der Lage und willens bin, alle am System Beteiligten, alle an einem Prozess Beteiligten zu verstehen, anzuhören, sie wahrzunehmen und auch einzubinden in Entscheidungsprozesse. Das öffnet einfach den Blick auf das gesamte System. Das zweite ist Zirkularität. Haben wir vorhin schon angesprochen mit dem systemischen Weltbild.
alles hängt miteinander zusammen. Und es ist wirklich gut, immer die Gesamtzusammenhänge zu betrachten und nicht nur in meinem kleinen Bereich, in meinem kleinen Scrum-Team, sondern zu gucken, was passiert denn drumherum. Wenn ich hier auf einmal Scrum einführe in einem IT-Softwareentwicklungsprojekt, huch, was passiert denn da? Wie kommen denn auf einmal die fachlichen Anforderungen da rein? Zirkularität, beobachten, was im gesamten System passiert. Wertschätzung ist wirklich ein systemischer Grundsatz, sollte aber nicht nur ein systemischer sein. Wertschätzung im Umgang miteinander ist eine Basis für Vertrauen und Vertrauen ist die Basis, dass Veränderungsprozesse auch stattfinden können. Dass ich weiß, es wird berücksichtigt, was ich denke, ich werde wertgeschätzt, macht sehr, sehr viel mit den Menschen und immer wieder sich daran zu erinnern, es ist wichtig, in dieser Wertschätzung mit Menschen umzugehen. Ganz wichtiger Grundsatz, Veronika Kottbar, Ralf Mjerka haben ein sehr schönes Buch dazu geschrieben, agile Teams lösungsorientiert coachen, Lösungs- und Ressourcenorientierung. Ein systemischer Spruch ist, der Lösung ist es vollkommen egal, wie das Problem ausgesehen hat. Es gibt da auch eine sehr schöne Methode, auch von Veronika und Ralf, einfach mal in die Mitte auf den Boden ein Seil legen auf die linke Seite, alle meine Probleme, die ich so im Team habe und dann aber auf die rechte Seite Ideen entwickeln, was könnte denn die Lösung sein? Sehr, sehr oft sind wir in Diskussionen sehr verhaftet in den Problemstellungen und nicht in den Lösungsraum. Also immer wieder sich erinnern, ja, das ist ein Problem, ja, ist eine Herausforderung, aber wie könnte das denn sein, wie könnte das gut aussehen, dass wir das umsetzen und lösen könnten. Konstruktivistisches Weltbild ist natürlich sehr wichtig für die Systemik. Es heißt, es gibt keine objektive Wahrheit. Und da geht es wieder um das, was wir als Gedankenbilder, als Glaubenssätze, als Erfahrungen in unserem Leben haben. Und jeder hat da seinen eigenen Blick, seinen eigenen Erfahrungsschatz und bildet sich daraus seinen Blick, wie er auf die Welt, wie er auf Dinge, auf Zusammenhänge schaut. Das heißt, es gibt keine Objektivität, es gibt keine allgemeingültige Wahrheit. Wenn das nicht so wäre, gäbe es keine Missverständnisse. Es gibt aber immer wieder Missverständnisse, weil wenn ich sage, das war ein gutes Meeting und ein anderer sagt, wow, das war ein gutes Meeting, jeder von uns hat ein anderes Bild davon, was ein gutes Meeting ist. Der eine sagt, es war super, weil es total strukturiert war. Der andere sagt, ah, ich fand es ganz toll, weil wir endlich mal Ergebnisse hatten. Und beim dritten sagt, ich fand es super, dass es außer Kuchen diesmal auch Brezeln gab. So, alle fanden wir, es war ein gutes Meeting. Und das gilt es immer wieder zu berücksichtigen, wenn ich kommuniziere. Respektvoll gegenüber Menschen, respektlos gegenüber Vorstellungen und Glaubenssätzen. Das geht genau in diese Richtung, dass ich sage, den Menschen wertzuschätzen und immer respektvoll zu sagen, keiner geht morgens zur Arbeit und sagt, ich mache jetzt mal einen richtigen Blödsinn, ich habe einfach keinen Bock, ich mag mich nicht einbringen. Nein, wirklich die Voraussetzung, die Annahme, ja, jeder möchte sich einbringen, jeder möchte sinnvoll arbeiten. Aber auch in dem Wissen, dass ich eben meine Glaubenssätze habe, die aus meinen Erfahrungen kommen und dass ich dann vielleicht einen ganz eigenen Blick habe, das immer wieder auch mal zu hinterfragen, diese Glaubenssätze zu hinterfragen oder so eine vermeintliche Objektivität zu hinterfragen. Ein sehr beliebter Satz, den ich bringe, ist es wirklich so? Könnte es nicht genau anders sein? Ich habe eine Führungskraft gecoacht und die hat irgendwann einen Zettel an den Bildschirm gehängt. Es könnte auch ganz anders sein. Und das ist, glaube ich, eine ganz wunderbare Art und Weise, Möglichkeitsräume zu öffnen. Und das Letzte ist Kooperations- und Beziehungsgestaltung. Auch da wieder sehr, sehr wichtig, dass wir uns vernetzen, dass wir auf Augenhöhe miteinander agieren und auf Augenhöhe begegnen. Auch als Führungskraft möchte ich meinen Mitarbeiterinnen auf Augenhöhe begegnen, sie respektieren und eine vertrauensvolle Beziehung in diesem Kontext aufbauen. Die 7 systemischen Grundsätze. Nochmal eine Zusammenfassung, was systemische Haltung für Führungskräfte bedeutet. Systemische Führung ist keine Methode, sondern ein reflektiver Entwicklungsweg hin zu einer Persönlichkeit und sich die
Freiheit auch zu geben, zu sagen, ich muss das nicht heute alles schon können, sondern immer wieder in die Reflexion zu gehen, in die Eigenreflexion zu gehen. Wo stehe ich gerade? Was passiert hier gerade? Was kann ich daraus lernen? Und die innere systemische Haltung dient dabei als Navigations- und Reflexionsfläche. So, lost in confusion. Confusion ist die Verwirrung. Und genau das Gleiche habe ich beobachtet, nämlich auch, was Führungskompetenz angeht. Welche Führungskompetenz brauchen wir denn heute? Wo kommen wir her? Führung im letzten Jahrhundert, Macht, Autorität. Da war gefordert, dass ich entscheiden kann, Entscheidungskompetenz, dass ich vordenken kann, dass ich Vorgaben mache und die ins Unternehmen reinbringe. Veränderungsprozesse wurden sehr, sehr oft von oben vorgegeben und ohne die Menschen im Unternehmen mitzunehmen, einfach umgesetzt, was sehr viel Widerstand auch immer wieder erzeugt hat, ab einer bestimmten Zeit. Heute funktioniert es nicht mehr. Menschen wollen eingebunden sein in Entscheidungsprozesse. Sie wollen selbst organisiert arbeiten, auch nicht nur im Arbeitsumfeld, sondern auch zum Beispiel bei kommunalen, bei Bürgerbeteiligung. Sehr, sehr viel, wenn es um Stadtentwicklung, um kommunale Entwicklung geht, will man die Bürgerinnen und Bürger mit einbeziehen, um gemeinsam das zu gestalten, weil man weiß, es hat eine viel nachhaltigere Verankerung in der Bevölkerung, wenn ich das so mache. Was also könnte Führungskompetenz heute bedeuten? Ich habe mir das Führungsfünfeck nach Ortei ausgesucht. Es gab ja viele Tendenzen, so das Pendel ist ausgeschlagen, weiß ich, von struktureller Macht in Richtung Servant Leadership. Ich bin die Führungskraft als Coach oder Host Leadership. Ich mische mich kaum noch ein. Ich biete nur einen Boden. Ich stelle Beziehungen her. Change Leadership, weil man irgendwann gemerkt hat, ja klar, Scrum, agile Methoden, das ist ein riesen Veränderungsprozess und ich brauche Know-how, was Veränderungsprozesse in Organisationen angeht oder der große Überblick Agile Leadership. Ich stelle heute mal dieses Kompetenz-Fünfeck nach Ortei vor, weil ich finde, es bietet eine sehr schöne Orientierung, wie agile Führung aussehen könnte. Er teilt es auf in fünf Bereiche. Einmal, dass er sagt, Führung muss Aufgaben entwickeln, hat Aufgaben vor sich. Führung wirkt in die Organisation, entwickelt die Organisation. Führung hat auch Einfluss, sollte Einfluss haben auf Kultur und Kulturentwicklung. Führung muss auch Personen, Persönlichkeitsentwicklung fördern und Führung muss Beziehung und Beziehungsentwicklung, Beziehungsgestaltung auch machen im Unternehmen. Das Ganze, und das finde ich wirklich auch nochmal ein sehr, sehr schöner Blick, ist eingebettet in die Umwelt. Also das heißt, auf all das, was da draußen passiert, die natürliche, gesellschaftliche, aber auch in der Organisation, all das hat immer einen Einfluss auf die Organisation, auf die Menschen, die in dieser Organisation arbeiten. Das, also im Moment mit der Pandemie, mit Corona, ein hervorragendes Beispiel, das wirkt in alle diese Bereiche gerade mit hinein. Ich brauche es gar nicht aus, das weiß jeder und spürt auch jeder, der im Arbeitskontext unterwegs ist. Schauen wir uns die einzelnen Sachen immer genauer an. Was sagt Ortei dazu? Was gehört zur Aufgabe? Was gehört zur Organisation und so weiter? Und dann stelle ich immer noch mal vor, was könnte das denn im agilen Kontext bedeuten? Aufgabe, Sachkenntnis, Sachkompetenz. Ortei sagt, die eigene Sachkompetenz einschätzen können, dass ich weiß, wo stehe ich, vielleicht wo muss ich mir noch etwas aneignen. Sich fachlich positionieren und projektbezogen auch einbringen können. Und das Dritte, Mitarbeiterinnen in ihren Sachkompetenzen fördernd begleiten. Was bedeutet es, wenn wir über einen agilen Kontext sprechen? Und das sind wirklich nur kleine Impulse. Da seid ihr aufgefordert, wirklich für euch zu gucken, was ist in eurem Umfeld gerade an Sachkompetenz gefordert. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ich bin im IT-Umfeld viel unterwegs. Das heißt, da ist es essentiell, dass ich Scrum und weitere agile Methoden einfach kenne.
dass ich weiß, was die Meetings, Rollen, Artefakte, Sprintziele sind. Der neue Scrum Guide ist gerade rausgekommen, sagt, es gibt überhaupt keine Hierarchie mehr. Es ist ein Team, Scrum Master, Product Owner Team, ein Team, was zusammenarbeitet und verantwortlich für ein Produkt ist. Sollte ich wissen, sollte ich kennen, sollte ich Ideen davon haben, wie ich das in meiner Organisation umsetzen kann. Entschuldigung. Ich sollte, wenn ich ein größeres Projekt auf der Backe habe, wissen, was gibt es für Skalierungsframeworks, Safe, Less, Nexus. Ich beobachte wieder, sage, was könnte uns am ehesten helfen? Und ich muss ungefähr eine Ahnung davon haben, was diese Frameworks bieten, sodass ich dann gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen mich entscheiden kann, was wir als nächstes brauchen. Agiles Produktmanagement, natürlich Priorisierungsentscheidungsmethoden, Werkzeuge wie das Product Canvas, Kano-Modell, was auch immer, Lean UX. Ich sollte mich an dieser Stelle zumindest wissen, was es da draußen gibt. Heißt nicht, dass ich mir nicht für die einzelnen Sachen auch Hilfe holen kann, aber eine Ahnung davon sollte ich haben. Für mich natürlich auch mit dem IT-Umfeld eine Ahnung davon haben, was agile Softwareentwicklung ist. Was ist eine Definition of Done? Was sollte denn da rein, damit ich hinterher wirklich ein auslieferfähiges Feature habe? Was Extreme Programming? Wie sollte mein Team arbeiten? Refactoring machen, testgetrieben entwickeln, eine hohe Testautomatisierung, zahlt ein auf Continuous Delivery, Continuous Integration. Und insgesamt sollte so ein Clean-Code-Kultur in meinem Softwareentwicklungsteam herrschen. So, Organisationskompetenz. Die eigene Rolle und die Organisation klar und transparent gestalten können. Steckt viel dahinter, wenn man da mal genau hinliest. Mitarbeiterinnen anregen, die Organisation zu beobachten und zu reflektieren. Finde ich wirklich wunderbar, wirklich anzuregen, zu sagen, schau, was da passiert, schau, welche Einflüsse wir hier haben, um auch zu sehen, wo Veränderungsprozesse angestoßen worden sind. Modelle für Veränderung kennen und anwenden können. Was heißt das in meinem agilen Kontext? Möglichkeitsräume für die Gestaltung agiler Strukturen öffnen. Das ist für mich wirklich so, ich habe ein kleines Team, da passiert irgendwas und dann gehe ich aber in die Organisation und schaue, wen könnte ich denn gewinnen? Wo könnte ich denn Allianzen bilden, die mich unterstützen, dass auch unsere Organisation agiler wird? Meine eigene Wirksamkeit als Agile Change Agent in die Organisation wirklich kennen und auch nutzen. Die Reaktionsfähigkeit auf Veränderungen durch iteratives Arbeiten beschleunigen hat für mich auch sehr viel mit Organisationsentwicklung zu tun. Viele Teams, die ich erlebt habe, hatten kein priorisiertes Backlog. Manchmal gab es überhaupt keine Antwort. Da kam die Fachabteilung nicht hinterher. Sie konnten sich nicht einigen, was auch immer. Da muss ich in die Organisation wirken und dafür sorgen. Aus agilen Projekten eben agile Organisationen gestalten und darin Mitarbeiterinnen und Teams einbinden. Kundenzentriertes Denken und Handeln in der Organisation verankern. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Gesamtorganisation, dass ich nicht, wenn ich so eine Querschnitts-IT-Abteilung habe, denke, der Fachbereich ist mein Kunde. Nein, der Endkunde ist der Kunde. Und da immer wieder auch drüber nachzudenken und es zu machen. Interkulturelle Kompetenz. Was sagt Ortei dazu? Vorbild für Kulturbildung sein, Rituale etablieren, kulturspezifische und interkulturelle Besonderheit kennen und berücksichtigen. Ich glaube, gerade im Zuge der Globalisierung, dass wir sehr oft in verteilten Teams arbeiten, ist es sehr, sehr wichtig, diese interkulturellen Besonderheiten zu erkennen. Mitarbeiterinnen in ihren kulturellen Besonderheiten erkennen und mit der Kultur der Organisation verbinden. Das finde ich auch einen sehr, sehr schönen Satz, dieses Verbinden mit der Organisationskultur erkennen. Wo kommen die Menschen her? Was sind kulturelle Besonderheiten? Aber sie einbinden in die Organisation, finde ich eine sehr schöne Gedankengang. Was bedeutet das? Was könnte es bedeuten für den agilen Kontext? Die Werte des agilen Mindsets kennen und deren Anwendung fördern. Ich kann eine Spinne machen, wo ich sage, das sind mir wichtige Werte, da möchte ich hin, da möchte ich bei allen auf eine 10 kommen. Und wo stehe ich heute? Was könnte ich tun, um da weiterzukommen? Die bisherige Kultur kennen und Anschlussfähigkeit vom agilen Wertesystem
herstellen. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Jetzt sagen, weiß ich, wir haben jetzt alle unglaublich viel Vertrauen, sondern welche Maßnahmen könnte ich einleiten, damit mehr Vertrauen in die Organisation stattfinden kann, in die Teams. Teamarbeit, lernorientierte Fehler, Kultur fördern, ja, dass wir sagen, fail fast, ja, also schnell scheitern, wirklich scheitern zulassen, Fehler zulassen und immer in diesem Kontext aus Fehlern lernen wir. Ist nicht selbstverständlich. Alte Kontrollsysteme identifizieren, abbauen und ein Klima des Vertrauens schaffen. Ich kenne Unternehmen, da haben wir Führungskräftetrainings gemacht, die brauchen 3 Unterschriften, um einen Tag Urlaub zu genehmigen. Und ich glaube, es war diesen Führungskräften, die haben alle gesagt, wie kriegen wir das weg? Das war ein ganz großer Wunsch, natürlich auch von den Mitarbeiterinnen. Aber das sind einfach auch Realitäten und ich glaube, da ist viel Arbeit für uns, dieses Vertrauen zu schaffen. Auch wieder Wertschätzung, Respekt, Einbindung, Allparteilichkeit an diesen Menschen einzubeziehen. Erreichte Sprintziele, würdigen Erfolge feiern, kennen wir alle aus den letzten Jahren, kommunizieren, gemeinschaftliche Rituale in die Sprintziele mit integrieren. Einfach nur Ideen, Impulse, macht eure eigene Sache daraus. Selbstkompetenz, Urteil, sich als Person in der Rolle der Führungskraft positionieren, aber auch abgrenzen können. Sich regelmäßig Feedback abholen und geben, Persönlichkeitsentwicklungsmodelle kennen und angemessen zur Anwendung bringen. Was heißt es im agilen Kontext? Die Fähigkeit zur Beobachtung und Reflexion entwickeln, glaube ich, ist essentiell in jeglichem Kontext, nicht nur agil. Teams crossfunktional besetzen. Und da meine ich nicht nur fachlich, dass ich, weiß ich, Java-Entwickler, JavaScript oder was auch immer da drin habe, sondern auch typmäßig crossfunktional besetzen. Ich habe da einen Introvertierten, das ist wirklich ein Schaffer, der ist gewissenhaft, der braucht seine Ruhe, aber der bringt das Team voran. Ich brauche aber auch vielleicht jemanden, der ein bisschen eine extrovertierte Art hat, der das Team auch mal in Richtung Organisation nach draußen vertritt. Das also auch bei der Zusammenstellung von Teams berücksichtigen. Natürlich selbst Organisation und Entscheidungskompetenz entwickeln. Nicht nur bei mir, sondern auch bei dem Team, bei den Mitarbeiterinnen. Die Eigenreflexion anregen, Wille für Veränderungen stärken, Mitarbeitern in die Lernzone begleiten. Das heißt für mich wirklich raus, viele Mitarbeiterinnen müssen raus aus ihrer Komfortzone, Collective Code Ownership zum Beispiel. Wirklich, ich habe so oft erlebt, dass das so vielen schwerfällt. Und die aber zu begleiten, wirklich zu sagen, wo finden wir einen Bereich, wo du einen Schritt in so eine Lernzone hineingehen kannst, ohne dass du gleich in eine Blockade bist, weil du in eine Angstzone bist. Das gilt es sensibel mit zu planen. Feedbacksysteme kennen und für sich selbst und die Mitarbeiterin zur Anwendung bringen. Ich liebe das ganz einfache Feedback www. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch finde ich wunderbar, aber es gibt 365 Grad Feedback. Ich habe den heißen Stuhl mal erlebt. Einfach kennen und schauen, was ist anschlussfähig wiederum in meiner Organisation. Sozialkompetenz. Urteil sagt, die eigene Rolle im Team kennen und so gestalten, dass Kompetenzen und Selbstorganisation im Team wachsen können. Mitarbeiterinnen in schwierigen Situationen und Konflikten begleiten. Gruppenentwicklungs- und Konfliktmodelle kennen und für Teamentwicklung und Konfliktklärung nutzen können. So, was heißt es denn im Bereich Agile? Echte Kooperation und vernetztes Arbeiten im Unternehmen voranbringen. Also wirklich auch das, was ich im agilen Teams habe, miteinander teilen, voranbringen, ins Unternehmen hineintragen. Mitarbeiterinnen zur Konfliktlösung befähigen. Ich habe einen Scrum Master gecoacht, und der immer wieder sehr viel Konflikte hatte in seinem Team, in seinen beiden Teams und irgendwann das geschafft hat, dass er die Menschen nicht mehr den Konflikt mit denen gelöst hat, sondern dass die irgendwann wirklich in der Lage waren, wenn die gemerkt haben, oh, da funktioniert es gerade nicht, die haben sich zusammengesetzt, die sind mal in die Kaffeeecke gegangen und haben darüber gesprochen und haben sukzessive gelernt, diese Konflikte wahrzunehmen und selber auch zu klären. Und nur wenn es dann gar nicht mehr geht, dann wirklich den Scrum Master zu Hilfe zu holen. Das war ein toller Entwicklungsprozess, auch für das gesamte Team. Agiles Mindset im Miteinander fördern, Mitarbeiterinnen Zufriedenheit steigern, Plattformen und Formate für Wissensaustausch etablieren. Also
Community of Practices machen für Architektur, für bestimmte Technologien. Da habe ich wirklich tolle Organisationen erlebt, die das echt, also die das sehr beflügelt hat, ja, dass ich neben dem, was ich normalerweise in meinem Team mache, nochmal in einem bestimmten Bereich mich wirklich rein vertiefen kann und mit anderen darüber in den Austausch zu gehen. Auch nicht nur eben immer nur im eigenen Team, sondern teamübergreifend. Eine sehr schöne Geschichte. Soziale Initiativen im Unternehmen fördern, ja. Rahmengestaltungskompetenz, was sagt Ortheil dazu? Sichere und anregende Lernumgebungen zur Verfügung stellen. Vernetzende Initiativen setzen und realisieren, Mitarbeiterinnen anregen, das Unternehmen auch nach außen zu repräsentieren. Was könnte das für uns im agilen Umfeld heißen? Erstmal für mich ganz klar Wettbewerb und den Markt kennen und beobachten. Das zweite, schnelle Feedback-Schleifen von Kundensystemen etablieren. Customer Centricity hatten wir vorhin schon auch ein Organisationsthema, aber es ist ganz wichtig zu gucken, wie kommen denn die Dinge, die wir hier tun, da draußen bei unserem End-User an. Finden die das gut? Finden die das nicht so gut? Was müssen wir tun? Wie können wir darauf antworten und reagieren? Aber auf der anderen Seite, auch das kennen wir aus Scrum, Außeneinflüsse während des Sprints wirklich vermeiden. Auch einen Rahmen schaffen für ungestörtes Arbeiten. Kennen wir alle, war ein ganz großes Thema, ganz zu Beginn. Mitarbeiterinnen ermutigen, die eigenen Erfolge nach draußen darzustellen, also tatsächlich auch Vorträge zu halten, sich in übergreifenden Netzwerken einzubringen, Austausch und Vernetzung mit anderen Unternehmen fördern, das haben wir auch in einem Führungskräftetraining gemacht, sogenannte Learning Journeys. Das war unglaublich, was passiert ist. Da sind die Führungskräfte auf Eigeninitiative, haben sich Unternehmen ausgesucht, die sie mal einen Tag lang besucht haben, die in aller Regel schon weiter waren, was Einführung von agilen Methoden angeht. Und dieser Effekt, also da kann ich mir 10 Trainings sparen, dieser Effekt, was möglich ist und das zu sehen und in den Austausch zu gehen, das steigert die eigene Motivation und auch den Glauben und die Vision, wie ich das Unternehmen weiterentwickeln kann bei Führungskräften, enorm. Eine kurze Zusammenfassung. Das Kompetenz-Fünfeck von Ortheil bietet einen ganzheitlichen Blick auf Führungsaufgaben und kann Orientierung sein für die konkrete Entwicklung von Kompetenzen. Das bedeutet, ich muss nicht immer alles im Blick haben, aber es kann einfach sein, ich sehe, oh, ich habe echt gerade viel Konflikte, da kracht's und macht's. Da muss ich einfach schauen, wie kann ich denn da meine Sozialkompetenz, meine Persönlichkeitsentwicklungskompetenz dort einsetzen und was fehlt mir da vielleicht noch, was brauche ich dazu? Ja? Oder ich muss stärker in die Organisation wirken, weil 1, 2, 3, 4, also dass ich da im Blick habe, dass es zu meinen Führungsaufgaben gehört, aber auch wieder aus meiner Beobachtung systemische Haltung entscheiden kann, welchen Impuls brauche ich jetzt ganz besonders. Und der reflektierende Blick auf die Kompetenzfelder ermöglicht mir immer wieder Klarheit für die nächsten Schritte und Interventionen zu erlangen. Das heißt, ich gucke wirklich drauf und ich gucke die verschiedenen Bereiche an und sage, okay, das ist gerade das Wichtigste. Wir sind keine eierlegende Wollmilchsau. Wir können nicht immer alles im Blick haben, aber dieser reflektierende Blick ermöglicht, dass vielleicht der nächste Schritt der richtige ist. Und die systemische Haltung, eingebunden in iteratives Vorgehen, Lösungsfokussierung und Führen auf Augenhöhe könnte die Anschlussfähigkeit von Veränderungsprozessen erhöhen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin sehr gespannt auf eure Fragen. Ja, genau. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Vera, für diesen Vortrag. Ich glaube, dass ich jetzt tatsächlich deutlich weniger lost bin, als ich vorher war. Das war schon eine coole Sache. Danke dafür. Wir haben im Publikum 3 Fragen bekommen. Und zwar der Jan, unser Top-Fragensteller in diesem Track, fragt, wenn jetzt die Führungskräfte so stark in die Wirkungsbereiche von dir reingecoacht werden, was hat dann überhaupt dann noch der Agile Coach oder der Scrum Master zu tun? Ja, das ist ja genauso die Frage, wie kann man denn einen Agile Coach auch begreifen? Also
meine Idee ist schon, dass die Führungskräfte viel übernehmen und dass Coaches eigentlich irgendwann immer unnötiger werden. Aber ich glaube, diese Impulse, wie das vorangehen kann und wie sich Führungskräfte in diesem Kontext auch entwickeln können, die sind total nötig und dafür brauchen wir die Agile-Coaches. Aber Ziel ist eigentlich für mich immer schon, irgendwann muss ich mich als Agile-Coach auch vielleicht überflüssig machen. Es gibt, glaube ich, noch genug zu tun. Ja, da stimme ich dir voll ganz zu. Wobei ich, also das ist natürlich, was man immer so sagt, in meiner Erfahrung ist es halt so, es gibt halt immer was zu tun. Es hört halt irgendwie nie so wirklich auf. Ne? Also wir hatten nochmal den Fall gehabt, da haben wir halt den Agile-Coaching mal rausgenommen und haben nach ein paar Monaten gemerkt, boah, war nicht die allerbeste Idee, weil manche Sachen verselbstständigen sich dann wieder und ne, das also, deswegen, ja, ich glaube, dass das tatsächlich möglich würde, ist diese Theorie und Praxis, also die sind dann, glaube ich, so ein bisschen auseinander tatsächlich, ob man das wirklich rausbekommt oder halt nicht. Ne? Das glaube ich auch. Und was für mich schon noch wichtig ist, das habe ich ja auch ein paar Mal gesagt, für mich ist es nicht so, dass ich da irgendwann an so einem Endzustand bin. Ja, und wenn ich jetzt das Kompetenz-Fünfeck daher nehme und sage, das sind ja viele Bereiche, die ich als Führungskraft ab, das ist eigentlich, brauche ich da sehr, sehr lange dazu. Und vielleicht habe ich dann auch zum Beispiel Schwerpunkte, ja, dass ich sage, mein Schwerpunkt ist zum Beispiel Beziehungsgestaltung. Ich kann unheimlich gut mit Teams, ich kann gut mit Konflikten umgehen. Ja, genau. Und dann brauche ich den Agile-Coach vielleicht eher nochmal als Ergänzung oder Unterstützung für die Sachkompetenz, ja. Ja, ja. Genau. Kann ich unterschreiben. So, wir kommen zu der Frage von Rainer. Rainer fragt, wo kann man diese Führerscheine machen und wie bekomme ich die Führungskräfte dazu, diese einzusehen? Ich glaube, es ist ähnlich wie in anderen Bereichen. Irgendwann stelle ich eine Not fest. Und das ist tatsächlich so. Das habe ich damit ja greifen wollen, Lost in Confusion. Ich habe wirklich viele Führungskräfte erlebt, die einfach total verunsichert waren. Klar. Und dann ist es die Herausforderung von Coaches, da eine Öffnung zu erreichen und Führungskräfte dahin zu bringen, in die Eigenreflexion zu gehen. Ich glaube, das ist immer sozusagen der erste Schritt. Und dann tatsächlich so nach und nach mit dem zu arbeiten, wie auch immer. Ja. Also ich kenne, wie viele kennen Führungskräftetraining, aber auch ganz viel individuelles Coaching. Ich glaube, das ist total wichtig für Führungskräfte, ja. Dann kommt von Florian noch vielleicht eine etwas provokative Frage gemeint. Wie steuert man denn führungstechnisch einem starken, agilen, selbstorganisierten Team entgegen? Und wie bitte? Das musst du mir nochmal sagen. Don't kill the messenger. Ich stelle nur die Frage hier. Also, wie steuere ich denn führungstechnisch einem sehr starken, agilen, selbstorganisierten Team entgegen? Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht meint halt, ein Team, was sich sehr, sehr stark empowered hat, was dann vielleicht einfach auch die Führungskraft in Frage stellt. Da könnte ich mir so vorstellen, dass diese Frage so ein bisschen hingeht. Ja, natürlich. Es ist genau das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Führung ist total ambivalent, ja. Und letztendlich, in einem der Vorträge haben wir gesagt, Führung erfolgt auf Freiwilligkeit, ja. Das heißt, ich glaube tatsächlich nicht, dass auch in einem selbstorganisierten Team, dass alle Menschen schon voll entwickelt sind und nicht mehr in den Austausch gehen wollen. Und da spielt für mich dieses auf Augenhöhe begegnen eine Rolle. Und tatsächlich, wenn ich jetzt mir Lalu lese, Reinventing Organizations, da frage ich mich auch, brauchen wir vielleicht irgendwann keine Führung mehr? Fände ich schon cool. Im Moment ist, glaube ich, der Status quo tatsächlich noch nicht erreicht. Insofern, ja, ist es vielleicht schon nochmal eine ganz gute Geschichte, Führungskräfte zu coachen und die zu begleiten in Veränderungsprozessen. Ich habe es gerade mal parallel, also sorry dafür, nochmal kurz in den Chat weitergelesen. Da scheint nochmal eine Diskussion zu entfacht geworden zu sein, also ob wir nicht alle Führungskräfte sind. Vielleicht, Vera, kannst du nachher nochmal reingucken und im Zweifelsfall Körper nochmal eine Session aufmachen, wo man die Sachen nochmal eingeht. Ansonsten, vielen, vielen Dank für deinen Vortrag, Vera. Das war sehr gut. Wir haben jetzt Mittagspause und wir sehen uns um 14 Uhr wieder, wenn David Jasli was über Fische und Köpfe berichten wird. Ja, genau. Ich werde leider nicht mehr da sein. Ich habe einfach weitere Termine heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Fand's gestern und heute super. Macht's gut. Danke. Ciao. Danke, Vera. Ciao.